Guten Abend zur Keyboard-Sprechstunde mit Frank. Heute eine besondere Eröffnung, da ein Video im Internet kursiert, das irgendwie ähnlich war wie das, was ich gerade mit meinem Riesenkarton symbolisiert haben wollte. Da heißt, dass am 15. November nochmal ein Video kommt. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Ansonsten habe ich einige Termine mit Events auch gebucht. Vielleicht hat es der eine oder andere schon bemerkt. Ja, einfach beobachten, wo da so Events sind. Ja, tolle Events, wie auch in Pforzheim, dann einen auch in Freiburg am 4.12. habe ich noch gesehen und vielleicht dann auch nochmal im Dezember nochmal einen in Pforzheim und auch ein paar Kollegen machen tolle Events. Guckt da einfach, vielleicht gibt es da irgendwas Interessantes für euch. Gut, das war eigentlich der Start für die Keyboard-Sprechstunde, ganz ohne James Last. Irgendwie fehlt was fast. Aber ich hoffe, ihr könnt es trotzdem akzeptieren. Dazu jetzt noch ein klassischer Begrüßung: International Hoi, Servus, Grüezi, Konnichiwa, Servus, Hallo, Welcome to the Keyboard Talk. Auf Englisch, wenn das überhaupt jemand so versteht. Ansonsten spreche ich einfach in Hochdeutsch weiter, wie natürlich immer. Gut, hoffe, alle haben Spaß draußen am Musizieren. Je kälter, je mehr, kein Geheimnis. Dann würde ich auch gleich mal gucken, was so die Fragen machen. Haben wir hier rechts irgendwas drin? Schönen Abend, Grüße an alle. Der Bernd fragt, ob ein neues Keyboard kommt. Ich habe gar keine Idee, wie man auf so, gar keine, ich weiß gar nicht, wie man auf so Ideen kommen könnte. Das wird man doch merken, wenn irgendwie da total viele Veranstaltungen propagiert werden oder irgend sowas. Nee, also kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ein neues Keyboard kommt. Ach so, ja, stimmt, mein Keyboard steht ja noch da. Genau, das kennt ihr. Das ist schon ein schönes Genus-Keyboard, mit dem ich hier spiele und euch toll die Fragen beantworten kann. Die nächste Frage kommt hier vom Heinz. Genau, habe ich gerade eine gesehen. Frank, zur Mikrofoneinstellung. Wenn ich zusammen mit dem Keyboard singe, ist das Mikrofon sehr leise. Ich habe schon versucht, Eingangspegel und Mischpult. Wo kann man da sonst noch was einstellen? Gibt es ein Quick and Dirty Einstellung am Keyboard, damit man am Keyboard mit dem Mikro brauchbare Resultate erzielt? Ja, gibt es. Und dazu die wichtigste Funktionalität wäre der Mischpult. Das heißt, ich nehme jetzt mal ein Mikrofon in die Hand, also nicht das, über das ich spreche, sondern wirklich noch eins, ein normales. Fahre jetzt hier mal den Pegel hoch und gucke mal, wo hier mein Mikrofon im Panel geregelt ist. Auf der nächsten Seite vielleicht. Hier. So, da habe ich doch das drauf. Eins, 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 eins. Aha, wunderbar. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt habe ich das weggemacht. Eins. Weg, sondern wirklich nur noch das Genus-Mikrofon. 1, 2, 3, 4, Typ 1. Ich habe kein Gehalt, ich habe den Fuß, weil ich die Gesamteffektierung, die Gesamtvolume 1, 2, 3, 4 habe. Wenn ich jetzt Talk drücke, 1, 2, 3, 4, wäre es jetzt ohne die Effekte. Aber ich lasse gerade mal den Mega-Todeshall drin. So, jetzt lasse ich was laufen. Irgendwas. Und jetzt meine Stimme, ach, sogar mit Pokerlicht. Jetzt höre ich meine Stimme vielleicht nicht mehr, weil meine Musik viel zu laut ist. Dann mache ich, wenn es da leiser. Da, mit dem Pokerlicht, das klingt ja jetzt ohne Vokalisten. Aber wie gesagt, auch hier wäre das gleiche Thema. Ich höre mich nicht, weil meine Musik einfach zu laut ist. Und das Wichtigste ist, was wir einfach lernen müssen, dass man nicht den Regler nach oben, sondern nach unten bewegen soll. Das heißt, wenn ich das Mikrofon nicht höre, dann sind alle anderen Quellen einfach zu laut. Das heißt, ich mache mal einfach mal ein System. Das Standardsystem heißt 100. Das heißt, der logarithmische Wert, der Wert, auch wenn er bei zwei Drittel steht in einem Reglerbereich, ist die Lautstärkeveränderung nach oben, nach unten die gleiche. Das heißt, an jedem Mischpult gibt es eine Nulllinie. Das heißt, wenn ihr den Eingangspegel richtig eingepegelt habt, keine Übersteuerung, maximaler Input ohne Übersteuerung und alles auf die Nulllinie regelt,
In eurem Mischpult, da gibt es die Markierung. Das entspricht hier so, denke ich mal, 70, 80. Dann werden alle Eingänge gleich verstärkt, wie sie reinkommen. Das heißt, alle Elemente sind gleich. Das heißt, wenn ich dann alle auf 80 machen würde, wenn das jetzt die Nulllinien in meinem Mischpult wäre, dann sind alle gleich. Möchte ich jetzt etwas lauter haben, dann mache ich das einfach lauter. Entweder das Dial oder das Mikrofon oder was auch immer. Das heißt, wichtig, eine Verhältnismäßigkeit funktioniert immer nur, wenn ich nicht über die Extreme rausgehe. Sprich, wenn ich nicht über die 128 gehe. Weil wenn ich alles so habe, dann kann ich halt nichts mehr lauter machen. Simpel, ich fahre einfach einen normalen Pegel. Deswegen, ganz simple Lösung für alle Mischprobleme dieser Welt. Was zu laut ist, heißt nicht, ich muss die anderen lauter machen, sondern ich mache das, was zu laut ist, leise. Und dann habe ich das perfekt und das Mikrofon in einer Lautstärke, wie ich das möchte. Ich empfehle ja für so Sachen die Überblender. Das heißt, wenn ich jetzt mal kurz gucke, habe ich hier einen Drehregler oder beim SX schön die Drehregler. Und dann kann ich per Balance das ja auch machen. Ich fahre jetzt gerade mal schön direkt Access da auf den Regler drauf. Chorus will ich vielleicht jetzt nicht haben, sondern ich will einfach die Balance haben. Okay. Und in der Balance hätte ich gern die Definition wie folgt, dass ich sage, die Rechten gegen die Linken. So, wenn ich mit Style spiele oder auch mit MIDI-Files, wie ich sehe, kann ich auch das Mikrofon natürlich dann definieren. Das mache ich dann auch auf die B-Seite. Das heißt, jetzt habe ich alles definiert, dass ich mit dem einen Regler die Verhältnismäßigkeit mache. Das Gefährliche, die Pegel greife ich nicht an, die wäre dann auf ein Level gemacht. Aber ich habe mit einem Drehregler eine Verhältnismäßigkeit gemacht. Kann natürlich auch das Mikrofon separat regeln, nützt mir aber nichts, wenn alle anderen schon auf 128 sind. Ich kann nicht über 128 hochregeln. Das muss man einfach beachten. Jo, das wäre mal mein Tipp zum Auspegeln, so dass ich was höre. Nicht nur Mikrofon, sondern auch die Melodiestimme. Die, egal welche Klangwelle in meinem MIDI-File, egal welchen Klang, welche Spur in meinem Style. Einfach eine normal ausgeglichenes Maß, wo ich weiß, ich habe den Headroom, den ich brauche, also den Weg, um noch zu verstärken, um was in den Vordergrund zu setzen. Und dann passt es wunderbar. Gut, dann schauen wir mal, wer noch was Hübsches hat. Jetzt sind wir ja eine ganze Menge Leute hier. Guck mal, wo wir überall her sind. Viele YouTuber hier. Ja. Wunderbar. Was gibt es denn noch draußen? Sind hier vielleicht ein paar Musikanten oder unter mir, die ich alle am Freitag, Samstag, Sonntag in Münden am schönen Main beim Yamaha Musicando Keyboard Treff sehe? Wenn ich den oder die eine nicht sehe, kein Thema. Wir sehen uns beim nächsten Event. Ich sagte, am 9. November kommt der Manni zu mir mit dem Korg. Dann, ich glaube, 4.12. auf alle Fälle bin ich in Freiburg beim Keyboarder-Treff. Da dürft ihr auch hinkommen. Wichtig nur mit Anmeldung. Und dann, wie gesagt, wird es auch nochmal ein Event geben. Wir machen noch einiges. Lasst euch überraschen. Und wer Fragen hat, darf mich gerne anrufen. Aber wie gesagt, mehr sollte und darf ich hier nicht kommunizieren. Aber ihr ahnt alle, was ich nicht sagen darf. Gut, dann schauen wir mal. Da sehe ich schon Musikandola. Ja, der eine oder andere werde ich sehen. Wenn einer noch was möchte zum Testen, Probieren oder auch was zum Kaufen, kein Problem, bitte melden. Dann bringe ich das gerne alles am Freitag mit nach Gmünden. Wenn es in mein Fahrzeug noch passt, natürlich vorausgesetzt. So, dann schaue ich mal weiter. Wer hat noch was? Liebe Keyboarderinnen, liebe Keyboarder, bitte die nächsten Fragen. Sind Titlänge gewählt gerade? The Crying Lead. Auch schön. War zufällig gerade eine Registrierung drin, die ich da gewählt habe. Da war natürlich der andere Klang schon schöner, den ich da gerade gefaked habe, den hier. Genau. Gut, ja, ich warte auf die tollen Fragen von euch. Was waren die Tage noch? Da sind doch noch ein paar Sachen reingetickert. Moment. Ich spiegel mal, was da noch gefragt wurde. Wie kann ich die Harmonieeinstellungen, kommt gerade die Frage, die Memory-Einstellungen, die in einer Registration gespeichert, ansehen? Tja, lieber Hans,
nur mit telepathischen Kräften. Nein, ich bin ehrlich. Alles, was in den Keyboard-Registrierungen drin ist, was ich hier mit Memory anhake, kann ich nur merken, dass sich was verändert oder über externe Software. Die Firma Yamaha hat im Genos 1 dieses Thema noch nicht gelöst. Ich habe vor ein paar Jahren mal den Vorschlag gemacht, dass ich gern einfach die Rahmen außenrum haben möchte. Das heißt, dass ein orange oder roter Rahmen außenrum ist jetzt, dann wäre ein roter Rahmen zum Beispiel im Style, im Multibed, im Scale. Dann wüsste ich, ich habe eine Registration eingeladen, in der Style, Multibed und Scale gespeichert ist. Stand heute sieht man das leider nicht. Aber ich bin gut Ding, dass ich das hoffentlich noch erleben werde, dass ich auch den Inhalt einer Registration sehen kann. Ich sehe vieles im Home-Bereich, ganz klar, die gewählte Voice, aber ich sehe natürlich ganz viele MIDI-Effekt und sonstige Parametrierung nicht. Ich müsste in den Splitpunkt reingehen, gucken, was für Splitpunkt habe ich, was habe ich hier, eine Backlight-Automatik, Punkt, 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 Punkt. Das heißt, das sehe ich nicht. Und was auch noch nicht ganz so perfekt ist, es sind viele Sachen gemischt. Das heißt, wir haben viele Sachen hier mit einem Haken, können aber nicht untergruppieren. Aber der Frank, wie gesagt, ist total euphorisch, dass auch hier noch Verbesserungen geben werden könnte. Gut. Was haben wir denn noch für Fragen? Ach so, das Programm, mit dem das einsehbar wäre, heißt YRM, also Yamaha Registration Manager von Murray's Best aus den Staaten Kanada. Und ein Deutscher, unser Klaus aus Siegburg, macht die deutsche Oberfläche dafür und hilft da auch gerne, wenn da einer Fragen oder Probleme hat. Wer dazu Fragen hat, generell gerne auch bei mir oder auf meiner genus-profi.de Seite. Da habe ich die ganzen Softwareübersichten ja mal aufgeschrieben mit Tipps und Tricks und was, wie, da, wo und so funktioniert. Gut, dann haben wir am Hans M. seine Frage hoffentlich. Zwergen, was kommt zu spät? Natürlich das Mega-Intro verpasst, mein Tipp. Nachher nochmal von vorne gucken. Und also ich denke, es wird erst heute Nacht oder morgen von YouTube veröffentlicht, nachdem die 16 Nationalitäten versuchen, meinen Dialekt zu übersetzen für die Internationalisierung. Wenn das geschafft ist, dann gebe ich es frei. Kann bei mir immer länger dauern wie bei anderen. Gut, was haben wir noch für Fragen? Genau, Hans, du guckst schon den YRM an. Toll, gerade wenn man eben fehlerhafte Umschaltungen hat, das ist das Gefährlichste. Das heißt, ich schalte eine Registrierung um, zack, weiß nicht, was passiert. Könnte sein, mein Splitpunkt ist verstellt, könnte sein, was weiß ich. Ich kann das wohl sperren, dass ich sage, die Registration darf das nicht umschalten, aber hier habe ich das gleiche Thema über die Taste Freeze. Das ist diese hier neben dem 10er. Ich drücke mal direkt Access Freeze, dann sieht man, was ich alles sperren kann. Das heißt, hier kann ich jetzt einfrieren, aber auch hier kann ich jetzt immer nur natürlich einen Haken setzen oder nicht. Aber wie gesagt, manche Komponenten sind einfach mehrere Parameter, die mit einem Haken hier gespeichert werden. Deswegen, ja, vor allem, wenn ich das immer mache, dann muss ich ja immer Freeze gedrückt halten und kann nie eine Registration ändern lassen, die ich auch vielleicht ändern lassen möchte. Deswegen mein Tipp natürlich in der Registrierung nur das Speichern, was ich ja umschalten soll, und zwar pro Lead und nicht global. Aber gut, da ist das Thema Registration. Ich glaube, ich mache mal Keyboard-Sprechstunde, die heißt einfach Registration, und die mache ich jede Woche am Donnerstag oder irgendeinen anderen Tag, weil der alle schimpft mit mir sonst und sagt, ich soll nicht so viel über Technik reden, sondern die Leute sollen spielen. Also einfach ihr Keyboard einschalten, ein tolles Teil wählen, blind irgendwas drücken, One-Touch-Setting 1, Intro 3 und irgendwas dazu spielen, improvisieren, was auch immer. Lieber Alois, nur für dich natürlich, ich habe wieder erwähnt, dass die Leute viel mehr spielen sollen und nicht nur registrieren und sich mit Technik beschäftigen. Gut, das geht auch mit Songlist. Songlist, kommt gerade der Hinweis vom Edgar, das ist ein Programm, das auf Fritz Tools ladbar ist, aber der heißt nicht Fritz. Jetzt ist mir dein Name entfallen, kannst du das vorstellen, Rainer.
Das heißt, da kann man ein Programm einfach installieren, das die Inhalte darstellt, dass ich wirklich sehe, was ist in der Registration gespeichert. Also YAM oder den Songlister vom Rainer. Auch diese Links halte ich alle unter Genus-Profi im Software-Link-Bereich verknüpft haben. Gut, was haben wir noch? Ding, ding, ding. Kommt da noch was rein? Spiegel ich gerade schön. Ansonsten 18:49 wäre eine kurze Sprechstunde. Das ist noch so einem kurzen, aber prägnanten Intro. So, die nächsten Sachen. Ach, das wollte ich noch erwähnen. Habe ich doch das vergessen zu sagen. Ich habe dem letzten Mal mit dem Handy gearbeitet und einfach spaßhalber die Google-App wieder mal geöffnet. Und viele wissen das, aber es ist mir auch gesagt, das ist ein alter Hut. Ich wusste es aber nicht, dass wenn ich in die Google-App gehe, dass ich auch Lieder einsummen kann. Fand ich sensationell. Das heißt, ich öffne die Google-App. Auch das sieht man sogar, ohne dass ich einen Bildschirmadapter anschließe. Dann klickt er auf das Mikrofon. Symbol rechts, Mikrofonsymbol. Dann gibt es unten nach einem Titel suchen, draufklicken. Und dann mache ich jetzt einfach. Tränen lügen nicht. Jetzt kommt gleich. Original eine Woche wach und nicht das Tränen lüge nicht, aber ich habe es natürlich mit x Liedern probiert und bei mir waren alle gleich richtig. Ihr müsst natürlich dann ein bisschen besser singen oder nochmal probieren, einen zweiten Versuch oder auch, also la 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 la, aber es war unfassbar, wie ich ein paar Mal kann Lieder einfach gleich geschafft habe. Also könnt ihr gerne mal probieren über die Google-App und macht einfach Laune, gerade wenn man ein Lied sucht. Geht natürlich auch per Einspielen, aber kein Geheimnis. Der Logarithmus sucht die Rhythmisierung mit den Tonabständen raus. Und anhand diesem geht das. Wenn jetzt einer sagt, ja, gibt es doch schon lange Shazam und wie sie alle heißen, das sind natürlich bitrichtige Suchen, die wirklich nur eine Audio-Schnipseldatei erkennen können. Das heißt, da kann es kein selbstgespieltes Lied sein, kann auch noch so gut gespielt sein, kann das nicht erkennen, weil er wirklich nur den digitalen Audio eine Hundertstel Sekunde sozusagen als Snapshot hat, von allen Liedern dieser Welt, die veröffentlicht wurden natürlich, aber kann nicht gesummt, nicht gespielt, sondern wirklich nur das Original-Audio-File muss dann abgespielt werden, per MP3, CD, Radio, wie auch immer. Aber wie gesagt, fand ich es super coole Sache, also mein Tipp, dass man da einfach mal guckt und wenn man wirklich ein Lied gar nicht findet, sich da mal inspirieren lässt, sagt, ach, vielleicht ist es wirklich dabei. Macht richtig Spaß, drückt mal wiederholen, probiert es nochmal und sagt, oh, das könnte sein, werden immer die Lieder zum Anhören vorgeschlagen. Gut, dann schauen wir noch, wer noch was Schönes hat. Welche Google-App ist das? Die normale Google-App, also einfach nur Google, normal. Und auf der Google-App gibt es eine Suche, also wirklich die ganz normale Google-App. Und klar, am Handy geht es halt am schnellsten und dann einfach auf das Mikrofonsymbol rechtsklicken und dann wichtig, ganz unten auf Titel suchen. Das, ganz unten auf Titel suchen und dann macht er das gleich. Jetzt hat er ganz unten Titel suchen, macht natürlich. So, soll ich noch einen probieren und hoffen, dass das funktioniert. Geil, geil, super Trooper. Ne? Also, ja, ich habe dreimal super Trooper. Ah, war ich perfekt. Also, das ist wirklich geil. Aber probieren, wie gesagt, müssen einfach mal erkannte Lieder sein, die natürlich, gut, wir haben 12 Töne für alle Milliarden Lieder dieser Welt. Ich habe auch chinesische Covers dann von deutschen Schlagern gefunden, die ich natürlich nicht kannte, aber Melodie ist Melodie, deswegen natürlich nicht textorientiert. Ah, super, super geil. Gut, super.
Dann, ach, Servus, auch der Micha. Der Micha muss ich auch demnächst mal wieder herordern. Der Michael Bixler, MB Sounds mit seiner geilen Expander-Kiste, kein Geheimnis. Da müssen wir unbedingt nochmal einen Termin machen. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir das nächste Event hier in Pforzheim haben, dass der Micha euch einfach gerade für Live-Spieler seinen Sound-Expander nochmal präsentiert. Das ist einfach geile Kiste. Ich bin ein großer Fan davon. Die Frage kam vom Smiley, ist vom Smiley-Tage, genau, auch wegen MIDI-File-Editierung für Expander. Geht natürlich alles. MIDI-File-Editierung heißt einfach nur ein bisschen Arbeit. Da ist auch immer entscheidend, welche Voices ich vor allem ergänzen möchte, ob ich das nicht per Batch machen kann. Es gibt tolle Programme, die mir einfach am Batch komplett alle Lieder auf einmal, zum Beispiel nur den Bass ändern oder nur die Drums auch ändern. Also da gibt es tolle Sachen. GN MIDI fällt mir dann zum Beispiel ein, also ein verrücktes Schweizer Armee-Messer-Werkzeug, so sagt man, glaube ich, Universalwerkzeug. Aber wer da Fragen hat, gerne bei mir melden, dann passt es. So, gut. Ich hätte heute gesagt, jetzt mache ich bis 19 Uhr. Genau, die 6 Minuten ziehe ich durch. Da kann ich noch ein Lied erkennen lassen mit einer Super-Sum-Sum. Also, das ist echt, das macht echt Laune. Da gucke ich doch gerade mal was, ob das nicht hier funktioniert. So. So, jetzt wollte ich auf die Schnelle kurz den Adapter ranmachen, dass ich euch das über den Bildschirm zeigen kann. Jetzt will das natürlich doch tatsächlich ein Update haben. Aber, ach, da ist. Okay, geht. Alles zurück. Also, ich zeige es nochmal schön in groß. Am besten das hier. Ich gehe jetzt auf die Google-App. Dann klicke ich auf das Mikrofonsymbol. Ich kann da die Überkopfkamera noch seitlich hinschieben. Genau. So, oh, das hat er mich erkannt, im Mikrofon sind wir. Ich darf ja nicht sprechen. Jetzt erlebt. Oh, das seht ihr mal, ne? Aber. Und dann Konitalbo, das ist sicher Cover. Echt, das ist geil. Nochmal wiederholen. Das erinnere mal ich. Ich hätte mir jetzt gewundert, das hätte Waterloo sein, sondern war so schlecht gesummt. Voices hat er erkannt. Also macht richtig Laune und wie gesagt, jetzt machen wir noch einen Klassiker. Die kleine Scheibe, geil. Ihr merkt, ich bin stolz. Bin stolz auf mich, dass ich das wirklich jetzt mit Summen erfahrungsgemäß doch hingekriegt habe, weil die Mannschaft gesagt hat, es funktioniert doch gar nicht. Doch, wir müssen uns an den Logarithmus einfach reindenken. Das heißt, Verhältnismäßigkeit, Tonabstände, Rhythmik, versuchen und ob es dann einzelne Passagen am Stück sind oder nicht, ist dem egal. Der rechnet einfach nur tonale Abstände im Timing und guckt, ob er irgendwas Passendes findet. Und das ist gigantisch. KI, absolute KI-Sache natürlich. Aber die wissen natürlich alles über uns. So, der L schreibt, kann der Soundexpander auch Voices älterer Yamaha Angels einspielen? Andersrum. Wir können an all ältere Keyboards diesen Expander anschließen als Klangexpander. Aber die Klänge in dem Klangexpander sind fix drin. Die sind super geil und perfekt eingeladen, schon von Michael.
Das ist eher gedacht, dass wenn ich einen älteren Keyboard habe, dass ich da sage, da kann ich wunderbar noch Klänge ergänzen, wenn ich keinen Speicher mehr habe, zum Beispiel in so einem Genus, Tyros 5, SX, was auch immer, hänge ich einfach so einen externen Expander hin. Und das Fiese natürlich, ich kann den ja einfach im Keyboard dann bedienen. Wenn ich jetzt gerade mal kurz spickle, wo habe ich die reingeladen, da habe ich doch die ganzen Dinger drin als Platzhalter. Das heißt, ich kann registrieren wie im normalen Keyboard internen Voices auch. Gut, das soll ich nochmals mal machen. Also wichtig, die App, die ich eben benutzt habe, so, die heißt Google. Und wenn ich jetzt nochmal das zeige, am besten vielleicht wieder das Bild, das ist ja so doch viel toller. Und das andere nebendran, das genau. Das heißt, ich bediene jetzt wieder einfach nur Hilfsuchen. Also jetzt sei denn, alle meine Händchen wären zu einfach. Das war nicht nix. Oh, Smoke on the Water. Und ich habe zweimal die Tonart gewechselt, wie ihr gehört habt. Gut. Hast du einen Link zu den Sounds? Ja, ich habe einen Link zu den Sounds. Das war es nicht, sondern es war der Absturz vom Handy. So. MB Sounds, Moment, wo sind sie? Dum, 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 dum. Ach, da gibt es ganz viele. Mit Gesprächsrunde und mit allem. Ich hau mal die ganzen Dinger rein. Ich hau hier den Google-Link. Den Google-Link einfach rein aus meinem Chrome-Grad. Dann schreibt, kannst du mal über den Style versuchen, einen Liedvorschlag zu finden. Über einen Style, einen Liedvorschlag. Also ich mache es mal so, wie ich es mache. Meine Primitiv-Variante sozusagen. Das heißt, ich wähle einfach mal irgendeinen Style an. Am besten in Style-Skin und nicht in Voices, genau. Love Shuffle, Montage Setting, Intro 3. Isn't it lovely? Also, wenn das natürlich schon Lovely Shuffle heißt, das war jetzt fast zu einfach, aber einfach Intro 3 anhören. Man hört wirklich fast bei jedem Style, was da für Lieder passen. Jetzt habe ich mal The Soul Supreme, One Touch, Intro 3. Fällt mir jetzt echt nichts ein. Aber kann sein, nächstes Mal wieder, oder? Soul Man, logisch, oder Detroit Pop, Detroit City vermutlich, oder? Also einfach drauf losspielen. Einfachste Tonart, ich spiele ja hier immer beim Vorwärts alles in C-Dur. Einfach loslege, probiere, starten und geht alles sofort. Und wenn ich mal nicht wirklich gleich was gefunden habe, beim nächsten Mal fällt mir wieder was ein. Also so führe ich seit 20 Jahren Keyboards vor. Style, One Touch Setting, Intro 3. Oh, und dann immer schön verspielt natürlich. Oh, sorry. Gut. Ach, Style und Google App. Moment. Einen Style versuchen, einen Liedvorschlag zu finden. Glaube ich nicht, dass er das erkennen kann. Weil
der läuft ja am Stück durch und wird kein Lied nach dem Style. Ich probiere es. Achtung, wie mache ich das, Quinn, dass ich auf mein Mikrofon gehe? Ich mache einfach. Wieder nicht. Das wäre jetzt eine einfache Sache gewesen. Aber ich vermute, ich gebe per Videomischer, per Audioadapter. Oh, ich habe es ja gerade auch so reingesummt. Probiere ich einfach mal. Aber wie gesagt, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber ich probiere es. Ich würde einfach dann einen Lautsprecher oder muss das Audio-Routing machen, dass es nicht, oder dass ich die Lautstärke überhaupt habe. Ich probiere mal noch, ob es nicht doch per Kopfhörer out, ob das nicht reicht, wenn ich den volle Kanone laut mache. Hier 1, 2, 3, 4. Ne. Ach so. Wiederholen zeigt er an. Macht er nicht. Ach, ich glaube, ich kann tun, was ich will. Irgendein Lied finden, das sicher. Auch wenn ich nur irgendwas so spreche, wird er irgendein Lied finden, in dem diese Töne auch noch drin sind. Ne. Das war mir jetzt zu reich. Gut, das war die Lautstärke zurück drin. So, okay. Mit Intro 3. Ach so, natürlich mit Franks Vorschlag. Mann, Edgar, der Frank ist ja wieder ein Held. Ich mache den Test sofort nochmal natürlich. Eigener Fehler, Korrektur, Optimierung. Johnny Snow Souls hat er jetzt da gefunden. Nochmal. Also, das kann echt was, kann echt sein, dass der das Lied in dem Johnny Snow Silent Night Album drin findet, dass jemand die Notenfolge des Intros aus diesem Lied genommen hätte. Würde mich jetzt wundern, wie verrückt, aber auf alle Fälle zeigt er das an. Komisch. Gut. Also, das könnt ihr gerne mal durchhören. Ne? Also, hier das Bild in groß, Moment, für die, die es wirklich machen wollen, Johnny's Soul Christmas. Und da könnt ihr mal reinhören, ob das nicht unser Intro 3 vom Swing Soul ist. Das wäre der Hammer. Wieder was gelernt. Gut, jetzt habe ich 19 Uhr schon fast verpasst. Genau, ich wollte ganz wichtige Sachen noch sagen. Und zwar vielen Dank für eure Unterstützung, wie immer. Grazie, grazie, grazie. Und dann natürlich freue ich mich wie die Sau, dass ich den einen oder anderen sehe, die nächsten Events in aller Arten und Städten und überall, wo ich bin. Ihr wisst ja, ob jetzt, wer sich noch nicht für Tambach-Dietarz im April angemeldet hat zum Beispiel oder bei Musikando zufällig jetzt übermorgen, Freitag, Samstag, Sonntag oder zu den Events vielleicht am 9. zum Mali nach Pforzheim oder den anderen Termin, der noch in Pforzheim
terminiert wird und so. Ja, gerne, gerne melden. Ansonsten, ich sage mal eine andere Sprechstunde, vor allem das Intro fand ich einfach mal ja, nicht so gut. Bin ehrlich, der Boris hat die geilste Parodie auf das Video gemacht am Anfang. Das weiß ich auch nicht, ob ich es veröffentlichen darf. Wir freuen uns mal alle auf den 15. November vielleicht. Genau, ich habe gehört, das Datum hätte irgendwas zu sagen. Und ansonsten freue ich mich, den einen oder die andere heute Abend noch live drauf auf Jitsi zu sehen. Das letzte Mal vor Musicando. Dann sehen wir uns erst am Freitag wieder. Und dann sage ich da einfach gemütlich den Abend ausklingen lassen. Das war die Sonder-Keyboard-Sprechstunde mit Frank wegen einem Yamaha-Paket, was da wohl drin sein mag, mit vielen Tönen, schwarzen und weißen Tasten. Lasst euch einfach überraschen. Ansonsten Keyboard-Sprechstunde mit Frank bei Fragen, Käufen, Wünschen, gerade auch wenn ihr vielleicht so Kisten haben wollt, so Kartons, wo Yamaha draufsteht oder auch wo Korg draufsteht, melden, sind wieder einige Kartons gekommen und wenn nicht, schreibe ich euch auf eine Karton-Warteliste. Ich bin total variabel, ich muss es nur wissen, um euch glücklich zu machen. Das war die Keyboard-Sprechstunde. Tschüss, heute total verrückt, aber ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Ade.